Hallo Leute und Liebhaber des gepflegten Angelfilms. Ich bin's wieder hier, euer Charlie im Hafen von Lippe. Wir fahren heute mal wieder raus auf Boot. Mit dabei haben wir wieder den Tauwurm, wie ihr das schon kennt. Ja, unser Carsten hier, der macht gerade das Boot fertig. Und ja, dann wollen wir uns mal Petri Hall wünschen. Und ich wünsche euch viel Vergnügen mit diesem Film, Leute. In diesem Sinne. Dann wollen wir mal gucken, dass wir das kriegen. Wir fahren wieder vor Seelendorf und dann fangen wir mal mit Fischern. Also wir haben ablandigen Wind, das ist gut. Dann wollen wir mal gucken. So, der Angel liegen. Dann geht's los. Und wieder mit den gewaschenen Würmern hier, damit das Boot nicht so eingesaut wird. Ja, Goldbutt. Very nice. Ja, was ist das denn für einer? Doch, der geht. Auch Goldbutt. Auch Goldbutt. Ja, das ist das, was wir brauchen, sowas. Das ist diese Größe. Diese Drift hier hat 5 Pfund gebracht. Geht gut los. So, wir haben gerade noch mal verholt. Bisschen unter Land gefahren. Aber wir haben gemerkt, die großen Fische, die sitzen ziemlich weit draußen. Also wir haben gerade noch ziemlich großes Strohboot gefangen. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Wir hier mal noch ein bisschen was tun.
bin total gedreht. Gerade ablandig, jetzt anlandig. Ja, wir treiben ja quasi anlandig. Gerade war schön ablandig. Naja, ist egal. Wir haben ja hier ein Navi und da habe ich jetzt überall markiert, wo wir Fisch gefangen haben. Aber dann können wir immer in den Pulk fahren. Das ist sehr gut. Unsere letzte Drift hier in der Seelendorfer Bucht. Ja, mal gucken. Wir haben sehr gut gefangen, brauchen also uns nicht zu schämen. Ich weiß es nicht, auch wieder so an die 20, vielleicht auch mehr. Alle auf den Taufwurm, weil das ist unser Köder. Und probiert selber mal und seid überrascht. Er funktioniert auch sehr gut hier in der Ostsee in der Brandung. Und der Krebs, der macht ihn nicht so gerne. Ja. Alles klar. Ciao, bis zum nächsten Mal.